Spiele niemals den verbotenen Horrorclown-Seed in Minecraft. Denn wenn du einmal den Horrorclown im Zirkus findest, verfolgt er dich dein ganzes Leben lang. Bleib bis zum Ende des Videos dran, denn du wirst nicht glauben, was dieser Horrorclown mit uns machen möchte. Und damit starten wir auch schon rein in die Welt, Freunde. Ich schreibe sofort den Seed herein, und zwar Horror-Clown. Ich denke, das sollte so passen. Weltname mache ich einfach auch mal Horrorclown. Ist, denke ich mal, auf jeden Fall okay. Und Schwierigkeit ist gerade einfach. Passt soweit. Leute, aber ihr müsst jetzt nochmal an dieser Stelle einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Denn dann kann ich auch weitere solche coolen Minecraft-Videos machen. Nur mit eurer Unterstützung. Deshalb danke für eure Unterstützung. So, und wir werden anscheinend reingeworfen. Einfach in so ein Villager-Dorf. Und es ist bereits Nacht, wie wir sehen können. Okay. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr krass heute. Denn ich habe schon gehört, anscheinend soll sich hier ein Horrorturm verstecken in diesem Seed. Also ein Turm, wo wir einen Killer-Clown wirklich finden können. Und da bin ich natürlich umso mehr gespannt drauf, denn auf dem ersten Blick wirkt das erstmal wie ein stinknormales Villager-Dorf, aber ihr seht wahrscheinlich schon das hier. Und das hier soll anscheinend das Portal sein zur Horror-Clown-Insel. Anscheinend soll dort wirklich ein Horror-Clown sein und der soll uns anscheinend dann die ganze Zeit verfolgen, egal was wir machen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Aber Leute, ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal hier ein bisschen Weizen, damit wir auch ein bisschen was zu essen haben. Denn wir haben aktuell wirklich so gar kein Equipment. Und hier ist auch sogar schon mal ein bisschen was an Leder-Equipment drin. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ja, was mich jetzt natürlich ein bisschen irritiert, dass wir einfach schon Nacht haben. Es spawnen auch irgendwie gar keine Monster. Das kann ich auch nicht so ganz verstehen, um ehrlich zu sein. Aber ist ja auch halb so wild. Also, doch, warte mal, da ist ein Monster. Da ist ein Monster. Ich nehme alles zurück, Freunde. Ich nehme alles zurück. Und wir werden auch schon attackiert hier gerade. Ich suche hier eigentlich nur verzweifelt nach einem Crafting-Table. Aber wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach mal hier ein bisschen was mit. Karotten haben wir hier nochmal ein paar mitgenommen. Und ich baue jetzt hier einfach ganz zügig hier Holz ab. Genau, dann können wir uns ein Crafting-Table machen. Und ich will eigentlich nur nach oben zu dieser Insel und mir mal anschauen, ob sich der Killer-Clown dort auch befindet. Und vor allem, was er macht, wenn wir dort auftauchen. Deswegen beeile ich mich gerade auch schon ein wenig. So, und da haben wir doch auch Brot am Start. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir gehen wirklich hoch zur Insel. Aber lasst jetzt nochmal schnell einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ab geht's nach oben, Freunde. Und wir sehen schon, alter Schwede, schaut euch das mal an. Das ist wirklich ein Horrorclown. Also ich denke mal, ich habe nicht zu wenig versprochen. Und anscheinend geht man jetzt hier so durch so ein Portal durch. Und wir sind jetzt hier anscheinend auf der Horrorclown-Insel angekommen. Alter, genau so stelle ich mir eine Horrorclown-Insel vor. Und hier soll sich wohl anscheinend ein Turm befinden. Und an diesem Turm können wir anscheinend den Horrorclown beschwören, dass er in der Welt auftaucht. Deswegen würde ich sagen, wir verschwenden noch gar keine Zeit, müssen aber erstmal ein paar Blöcke sammeln, weil wir anscheinend sonst gar nicht rüberkommen. Ja, diese Insel scheint wohl getrennt zu sein. Also Leute, es bleibt spannend, ob der Horrorclown hier wirklich in diesem Seed auftaucht oder nicht. Aber so, was ich gehört habe, oben auf der Insel soll sich dieser Horrorclown befinden. So, ich denke, das sollte auch schon ausreichen. Jetzt haben wir knapp 6 Blöcke, Holzblöcke. Und ich würde sagen, rein geht es. Wir können uns hier auf jeden Fall jetzt hier herüberbauen. Und okay, das sieht gut aus, Freunde. Oh ja, oh ja. Und wir sehen schon, alter Schwede, hier sind auf jeden Fall Geister. Und wir sehen, oh mein Gott, wir werden auf jeden Fall sehr weit nach oben müssen. Da ist so ein kleines Jump and Run, was vorbereitet wurde. Aber da müssen wir uns jetzt anscheinend durchkämpfen. Das wird auf jeden Fall keine einfache Disziplin. Aber ich denke mal, das kriegen wir doch auf jeden Fall hin. Okay, wir haben hier anscheinend auch so einen kleinen Balkon am Start. Können jetzt hier auch herüber. Oh Leute, und ich muss sagen, ich bin ja nicht der aller... Ach, auf dem Eis wird man geboostet. Okay, mit der Kenntnis können wir auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen aufpassen und auch dementsprechend weiter springen. Weil ich muss sagen, dieses Jump'n'Run, was dieser Horrorgeist uns hier, ja, vorbereitet hat, oder besser gesagt Horrorclown vorbereitet hat, hat auf jeden Fall seine Schwierigkeiten. Aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall durchkommen, wenn wir uns jetzt hier nicht allzu doof anstellen. Jetzt ist die Frage natürlich hier, wie kommen wir weiter? Hier geht es anscheinend nicht. Hier, wir können um die Ecke springen, sehe ich gerade. Okay, doch, 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 das geht ganz gut hier. Okay, auch hier geht es weiter. Und auch, nein, hier geht es nicht weiter. Beziehungsweise es geht weiter, aber wir waren leider ein bisschen zu unfähig, um es mal nett zu formulieren. Okay, und jetzt haben wir es hinbekommen. Sehr schön, sehr schön. Oh Leute, ich muss sagen, ich habe schon jedes Mal Angst, hier herunterzufallen. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich so einen seitlichen Sprung hier machen, der auch gar nicht mal so einfach ist. Ich
glaube, ich muss es in so einem Schub machen. So zack, zack. Ja, genau so. Das war der Weg hier. Also ich muss sagen, ich habe jedes Mal aus neue Angst, hier herunterzufallen. Und lol, ach, hier wird ein Pisten. Ah. Okay, okay, okay. Jetzt scheinen wir aber schon fast am Ziel zu sein. Okay, da bin ich mal gespannt. Was ist das denn hier? Oh, da wird nochmal ein... Was? Wir werden einfach runtergeschubst, okay? Gut, das heißt, hier müssen wir auch nochmal aufmerksam sein. Beziehungsweise sehr schnell springen. Und das machen wir jetzt natürlich dementsprechend auch. So heißt hier drauf, zack und zack. Da hatte der Block gar keine Möglichkeit, uns herunterzuwerfen. So, jetzt hier aufpassen auf den Zaun. Und wir sind so gut wie oben, habe ich fast gesagt. Na, jetzt haben wir auf ein neues. Och, Leute. Ich muss sagen, der Sprung ist jetzt hier nochmal echt eklig. Jetzt kriegen wir aber hin und... Oh, ja, wir haben es geschafft, Leute. Und hier sehen wir schon, hier steht schon drauf, anzünden verboten. Und wir sehen hier ein Feuerzeug drin. Okay, 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 Leute, wir zünden selbstverständlich an. Ich weiß noch nicht, ob wir da dran kommen. Doch, um ehrlich zu sein, nicht. Aber deswegen, Leute, wir zünden das Ganze jetzt hier an. Genau in 3, 2, 1 und... Was ist jetzt alles? Okay, Leute, wir versuchen es jetzt mal aus und wird es klappen, Leute. Und... Oh mein Gott! Es hat funktioniert. Ihr habt's gesehen, da war der Horrorclown drauf. Da war der Horrorclown drauf. Okay, Leute, okay, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es hat funktioniert, der Horrorclown ist anscheinend beschwört worden. Oh, ich weiß nicht, was für Auswirkungen das jetzt haben wird auf unsere Minecraft-Welt. Aber was ich weiß, ist, dass ich auf jeden Fall zusehen sollte, dass ich jetzt hier möglichst schnell herunterkomme. Weil dieser Horrorclown wird es auf jeden Fall nicht gut mit uns meinen, um es mal nett zu formulieren. Anscheinend soll er uns ja jetzt hier durch die ganze Welt jagen. Und das will ich jetzt natürlich auch mal... Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber ich möchte es auch mal gerne erleben, wie ich von diesem Horrorclown oder ja gruseligen Clown gejagt werde. Deswegen schaue ich mich hier auch schon so ein bisschen um. Aber ich glaube, es würde halt auch nicht schaden, wenn ich mich mal schlafen legen würde, weil... Wie gesagt, es ist hier die ganze Zeit nur Nacht und irgendwie kann ich mir das auch nicht so ganz normal vorstellen. So, wir sind jetzt hier wieder unten im Villager-Dorf angekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier ins Bett schlafen. Ich wollte ja nicht schaden, ne? Und wie gesagt, ich bin echt gespannt, was der Horrorclown jetzt auf sich hat. Okay, ein neuer Tag ist angebrochen und dann bin ich mal gespannt, ob wir diesen Horrorclown jetzt hier in der normalen Welt sehen werden und vor allem wann. Und oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, er taucht definitiv auf. Freunde, er taucht definitiv auf. Also um diese Sache müssen wir uns anscheinend keine Sorgen mehr machen. Aber so ein bisschen so ein komisches Gefühl habe ich dabei schon. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also dieser Horrorclown, er hat mich einfach so komisch angeschaut gerade. Aber wir bleiben trotzdem mal ein bisschen weg vom Villager-Dorf. Vielleicht war das ja auch nur Zufall, dass er uns jetzt hier gerade... gesehen hat oder dass er mal vorbeigeschaut hat. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Wir sind jetzt hier in so einem Wald angekommen. Was ist das denn da hinten? Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Wald? Leute, sagt nicht, dass der Horrorclown was damit zu tun hat. Hat damit auch der Horrorclown irgendwas zu tun? Schaut euch mal diesen Wald an. Hier sind gar keine Blätter mehr an den Bäumen dran. Oh mein Gott, sogar Redstone-Fackeln. Redstone-Fackeln benutzt ein Horrorclown? Alter, ich dachte schon, da hinten ist schon wieder so ein Clown, so ein Horrorclown. Also anscheinend hat dieser Horrorclown doch einen größeren Einfluss, als ich eigentlich gedacht habe. Oh Leute, ich muss sagen, ich habe gerade so ein ganz komisches Gefühl bei der ganzen Sache. Ob das überhaupt so eine gute Idee war, diesen Horrorclown-Seed hier mal auszuprobieren. Aber wir bleiben jetzt im Seed drin. Wir bleiben im Seed drin. Ich glaube, was wir auf jeden Fall machen sollten, wäre, wir sollten uns ein Haus bauen. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben ja sogar einen Crafting-Table dabei. Wir können uns da oben auch ein paar Steinblöcke holen. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen uns Stein-Equipment, holen uns ein bisschen Holz, machen uns ein Haus hier hin. Und dann gucken wir mal, ob im Laufe des Videos noch irgendwas Mysteriöses passiert. Weil ihr seht, aktuell hat der Killer-Clown nur einmal kurz Hallo gesagt. Das ist ja noch gar nichts Schlimmes. Aber ob er jetzt noch irgendwelche schlimmen Sachen macht, das werden wir dann gemeinsam im Laufe des Videos erfahren. So, jetzt brauche ich nochmal ganz kurz einen Stein mehr, habe ich gemerkt. So, da haben wir die Spitzhacke, Gott sei Dank. Ich habe die schon weggeschmissen, die Spitzhacke, weil ich dachte, die benötigen wir auch gar nicht mehr. So, zack, dann haben wir jetzt hier nochmal einen Stein mehr. Und ich muss sagen, jede Bewegung hier, mit jeder Bewegung denke ich immer, dass es der Horrorclown sein könnte. So, aber hier ein bisschen Holz hacken. Und dann machen wir uns erstmal ganz entspannt hier ein schönes Häuschen hin. Es muss auch absolut gar kein großes Häuschen sein, aber zumindest irgendwas,
wo wir uns halt drunter stellen können. Jetzt haben wir sogar eine Redstone-Fackel abgebaut. Ah, ob das jetzt vielleicht Pech bringt, man weiß es nicht. Okay. So, dann verarbeite ich das Holz jetzt mal weiter. Wir machen uns jetzt hier auf ganz entspannt ein kleines Häuschen. So, ja, so klein muss es jetzt auch nicht sein, aber es muss auch, wie gesagt, gar nicht groß sein. So, zack, zack. Ja, so ums Eck könnte ich das Ganze noch bauen. Ah! Oh! Oh! Oh mein Gott, ich hab's... Ey, Leute, ich muss sagen, ich war gerade so in meinen Gedanken gefangen. Der stand schon gefühlt eine Sekunde neben mir. Und ich hab mich dann erst erschrocken. Alter! Okay, Leute, also, ja, der Horrorclown verfolgt uns definitiv. Wir haben es jetzt hier nochmal eindeutig gesehen, ob das auch so eine gute Idee war. Also genau diese Location hier auszusuchen, diesen Ort auszusuchen, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Aber ich sag euch ganz ehrlich... Alles andere wäre zu langweilig. Das müssen wir hier machen. Das müssen wir definitiv hier so machen. Deswegen schnappe ich mir nochmal ganz schnell hier so ein bisschen was von den Steinblöcken. Okay. Lava? Ey, warte mal, bilde ich mir das gerade ein? Hier war doch keine Lava, oder? Leute, ihr könnt ja nochmal ganz schnell zurückspulen, auf 0,25 die Geschwindigkeit einstellen. Hier war doch keine Lava. Ey, spult mal zurück und schreibt mir das in die Kommentare, ob hier gerade Lava war. Aber ich bin mir sehr sicher, hier war keine Lava. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Wir nehmen uns trotzdem mal diese Holzblöcke jetzt hier mit, wenn wir schon dabei sind. Ich bin mir sicher, diese Lava war hier nicht. Ich lasse die jetzt einfach trotzdem mal hier an dieser Stelle. So, okay. Also, unser Häuschen ist, wie gesagt, noch lange nicht fertig. Ich könnte aber ein Crafting-Table hier hereinpacken und könnte uns solche halben Stufen machen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Dann haben wir zumindest schon mal so ein Dach. So, zack, hier... Haben wir ein kleines Dach am Start. So, zack, zack, zack. Ja, Leute, viel, viel besser. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Sicherheit zumindest. Und wir könnten sogar noch den Boden ein bisschen verbessern. Wir haben sogar noch perfekt hier so eine Schaufel am Start. Da machen wir das doch, Freunde, ne? Damit wir auch alles hier benutzen, was uns in die Finger kommt. So, dann machen wir das hier zu, zack. Und natürlich, was darf nicht fehlen, eine schöne Tür. Was war das denn jetzt? Da war irgend so ein komisches Geräusch. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe so ein ganz komisches Geräusch gehört. Mann, ich hoffe, man hat es auch im Video gehört, aber wie so eine Art Minecart, was fährt. Das hat sich ja wirklich sehr merkwürdig angehört. Also, wir waren beim Boden stehen geblieben. Den bauen wir jetzt aus, kostet es, was es wolle. Und dann kommt jetzt einmal hier nämlich noch die Tür hin, Leute. Perfekt. Sehr, sehr schön. Dann haben wir schon mal unser kleines Häuschen hier am Start. So, dann gehe ich da auch am besten mal rein, würde ich sagen. Können wir uns noch irgendwas craften? Ich glaube, eigentlich Weizen und so können wir uns ja auch nicht mehr. Also, kein neues Brot oder so können wir uns machen. Ja, passt so. Warte mal, es war doch gerade nicht Nacht. Also, das ist jetzt schon wieder super merkwürdig, Leute. Das ist super merkwürdig. Also, jetzt mal ernsthaft. Was ist das denn hier? Ständig ändert sich hier irgendwie das Wetter. Ständig ändert sich die Tageszeit. Lava taucht auf. Also, ich glaube schon, dass dieser Killer-Clown wirklich in dieser Welt ist. Dann hier diese ganze Thematik mit diesen... Bäumen, die so kaputt sind. Jetzt haben wir sogar Monster am Start. Nacht ist auf einmal. Also ich muss sagen, das kommt mir alles gerade ein bisschen sehr, sehr eigenartig vor. Sehr, sehr eigenartig, um es genau zu sein. Hey, jetzt brennt hier sogar alles. Oh mein Gott, der Clown! Was? Was? No way! No way! No, no, no! Leute, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Der Clown stand schon wieder vor meiner Tür. Ihr habt es gerade gesehen. Ey, ich krieg die Krise. Hier ist einfach Wasser eingelassen worden. Ey, bis ich jetzt hier wieder draußen bin, vergehen doch Jahre, Leute. Ich krieg die Krise wirklich. Schaut euch das an. Der Clown hat mich jetzt hier hereingejagt. Leute, wisst ihr was? Ich bin raus. Ich will in dieser Welt nicht mehr spielen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao.